Ja, ist doch logisch. Ausgewachsene Igel werden bis zu 30 Zentimeter lang. Achtung, der Nö! Wow. Mein Gott, boah, Glück gehabt. Jo, ich aber. Warum halten Igel einen Winterschlaf? Im Winter finden Igel kein Futter? Im Winter frieren Igel? Eigentlich beides, aber... Ja, ist doch logisch. Igel ernähren sich hauptsächlich von Insekten und davon gibt's im Winter eben nicht so viel. Insekten leben. Insekten. Deswegen weiß ich nicht, so. Was können Igel besser? Hören? Sehen? Hören. Genau. Da Igel nachts wach sind, können sie besser hören als sehen. Wie der meiner Mauszeiger hinterher stalkt. Erstmal hier. So. Dann gehen wir so. Yeah. Hallo. Mann, nein. So. Dann gehe ich hier. Mann, die Steuerung ist manchmal so krisselig. Hallo. Och, der Uhu kommt. Ja, gleich kommt der Uhu. Ja, Uhu Patafix-Kleber. Und so richtig nicht. Gut. Ein goldener Igel für die Hasenkiste. Genau eine Willst Minute. Willst du nochmal spielen? Nö. Das hier. Draufklicken. Sind das nun Kaninchen oder Hasen oder was? Na, ist auch egal. Es geht hier jedenfalls um kleine, kuschelige Tiere, um Hasen, um Kaninchen und um weniger kuschelige, um Igel. Viele von euch werden ja schon Igel gesehen haben oder ein Kaninchen. Vielleicht haben einige von euch sogar eins zu Hause. Aber Hasen sieht man ja nun seltener, ne, auf den Wiesen und Feldern. Was ist eigentlich der Unterschied? Nun, findet das doch selber raus. Hm? Hier gibt es eine Menge zu gucken und zu klicken und zu spielen. Ja, da hat einer den Greenscreen entdeckt. Eine Igelstation? Hier werden kleine Igel aufgepäppelt. Heutzutage sieht man kaum mehr Hasen. Woran liegt das? Das liegt an mir. Nicht. Naja, sicher. So sieht's jetzt bei uns ja nicht mehr aus. Früher ja, da hatte jeder Hase sein Auskommen. Genug Platz und genug zu fressen. Aber dann kamen die Menschen. Ja, da mussten die Hasen schon mal zusammenrücken. Das wäre aber nicht so schlimm gewesen, wenn die Menschen nicht auch noch die Natur so rasiert hätten. Hecken und Gebüsch waren schon weg. Und jetzt wurden auch noch die Wiesen zu asphaltiert. Tja, da blieb ja kaum noch was zu fressen übrig. Tja, und auswandern? Wo sollen sie denn hin? Ja? Ach so, das war's schon, ne? Schade. Unter meinem Bauwagen hatte ich mal einen ungebetenen Gast. Die Karnickeldame. Ob sie dort Junge bekommen hat? Keine Ahnung. Schauen wir mal nach. Ja, Tatsache. Mindestens eins. Also deshalb die ganze Wühlerei. Die Kopfhörnchen. Naja, so fing's ja wohl an. Die junge Mutter suchte eine Bleibe. Ein ruhiges Plätzchen. Zum Kinderkriegen. Ausgerechnet unter meinem Bauwagen. War schön geräumig war's da drin. Aber noch ein bisschen fußkalt. Aber kein Problem. Mutter Karnickel hat alles weich und warm ausgepolstert. Ja, sehr schön, sehr gemütlich. Hat sogar Haare dazu genommen, aus dem eigenen Fell. Eines Tages war es dann ja wohl soweit. Da bewegt sich doch was. Hat sie schon? Ist da schon was? Na? Ja. Ach, das soll ein Babykarnickel sein? Na, ich weiß nicht. Diese Farbe und dann die Ohren. Das ist doch keine... Aber naja, es muss ja noch wachsen und die Augen aufmachen und ein Fell kriegen.
Ja. Ja, jetzt weiß ich auch, warum die Alte den Bau immer wieder so sorgsam zugebuddelt hat, wenn sie mal wegging. Für die kleinen Kaninchen nämlich interessierten sich eine Menge hungriger Nachbarn. Ja, das Wiesel. Und der Fuchs. Samt Familie. Und auch von oben drohte Gefahr. Aber es ist nichts passiert, wie man sieht. Das Kleine ist größer geworden, hat die Augen aufgemacht, hat ein schönes Fell gekriegt. Und, naja, die Ohren könnten vielleicht noch ein bisschen länger, aber das wird sicher noch. Hoppla. Na, nun lass dich aber bloß nicht vom Nachbarn fangen. So, das war's also wieder. Was? Unter meinem Bauwagen hatte ich mal einen ungebetenen Gast. Ja, ich weiß. Die Karnickeldame. Ob sie dort Junge bekommen hat? Hase ist gleich Kaninchen? Na, denkste, da gibt's doch kleine, aber feine Unterschiede. Ja, die sieht man. Auweia, Hans Hase und Kunibert Kaninchen haben sich ziemlich in die Haare gekriegt. Mhm. Passiert ja auch manchmal, sogar unter Verwandten. Mhm. Beide gehören nämlich zu der Hasenfamilie. Doch jeder möchte natürlich was Besonderes sein. Und so diskutieren sie und diskutieren, wer der Größere ist und der Schnellere oder der Schönere. Oder wer den Längeren hat. Tun natürlich beide maßlos. Trotzdem sagt immer einer von beiden die Wahrheit. Weißt du, wer von beiden? Hör ganz genau hin. Und wenn du dich für einen entschieden hast, dann klick ihn an und du erfährst, wer recht hat. Unsere Weibchen bringen sehr, sehr viele Kinder auf die Welt, bis zu 50 im Jahr. Ein Hase und 50 Mal Nachwuchs im Jahr? Dazu ist doch wirklich nur ein Kaninchenweibchen fähig. Ha! Die Kanickel, die hast ja nicht mehr, das hast ja nicht mehr sonst, die vermehren sich wie die Kanickel. Hä? Ganz genau. Kaninchenweibchen können 4 bis 7 Mal pro Jahr Junge bekommen. Und ein Wurf, das heißt die Geschwister, die zusammen zur Welt kommen, kann bis zu 9 Junge haben. Neunlinge also. So kann eine Kaninchenmutter pro Jahr so um die 40 bis 50 Junge zur Welt bringen. Hasenweibchen bekommen nicht ganz so viele Jungen. Sie werfen 3 bis 4 Mal im Jahr und bekommen bei jeder Geburt 2 bis 5 Junge. Macht aber immer noch 10 bis 20 Junge im Jahr. Boah, dieses Vogelgepiepe macht mich kirre. Unsere Ohren heißen Löffel, aber meine Löffel sind länger. Du Löffelpantöffelchen, meine sind viel länger. Du hast ja auch einen längeren. Da hast du recht. Die Ohren von Kaninchen und Hase heißen Löffel. Und an den Löffeln kannst du sie auch am besten unterscheiden, denn die des Hasen sind viel länger. Ja, weiter? Wenn ich mal Vollgas gebe, kann ich bis 70 Stundenkilometer schnell werden. Da holt mich so schnell keiner mehr ein. 70 Stundenkilometer? Das lauf ich vielleicht. Aber du? Das sieht doch aus, als hättest du Kaugummi unter dem Pfoten. Ich entscheide mich für den da. Na, das war ja einfach. Gibt der Feldhase mal Vollgas, so kann er bis 70 Stundenkilometer schnell werden und macht es so seinen Feinden sehr schwer, ihn zu erwischen. Sein kleiner Verwandter, das Wildkaninchen, ist nicht so schnell. Doch mit fast 40 Stundenkilometer kann er es immer noch mit jedem Sprintweltmeister aufnehmen. Boah, dieses Vogelgepiep. Ich wohne in einem richtig gemütlichen Erdbau mit vielen unterirdischen Gängen und Höhlen. Gemütlich? Da hast du meine Höhle noch nicht gesehen. Ach, Idee. Da hast du recht. Hm? Die Wildkaninchen leben in einem Erdbau. Sie graben unterirdische Höhlen und Tunnel und bauen sich in einer gemütlichen Ecke ein kuscheliges Nest aus Stroh und ihren eigenen Haaren. Feldhasen liegen in einer Sasse. Das ist eine Kuhle in der Erde, die sie sich graben. Dort fallen sie kaum auf.
und können die ganze Gegend gut beobachten. Lauert Gefahr, können sie mit einem Satz aus ihrem Versteck piep, hüpfen und piep, davon hoppeln. Piep, da kriegst du Tinnitus von. Boah. Ich bin klein und leicht. Na, ich bin kleiner und leichter, du Walross. Sieht man doch. Ganz genau. Der Hase ist allgemein größer als das Kaninchen und schwerer. Hasen können fast 4 Kilo schwer werden, Kaninchen nur so um die 2 Kilo. Boah. Piep, 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 Mann. Unsere Hinterpfoten werden Läufe genannt. Meine Läufe sind viel größer und kräftiger. Deine größer und kräftiger? Sei froh, dass du auf deinen kurzen Stelzen überhaupt vorwärts kommst. Ich mach mal falsch, hier. Na, war doch sonnenklar. Nee. Die Hinterpfoten von Hase und Kaninchen werden Läufe genannt. Und wie du siehst, sind die Läufe des Hasen länger als die des Kaninchens. Der Hase hat so lange Läufe, dass er springen muss, wenn er vom Fleck will. Doch wenn er Angst bekommt und gejagt wird, flieht er im rasenden Tempo und schlägt Haken. Nee, ich hör auf, diese Gepiepe kann ich nicht ab. Eines Tages haben Nachbar Paschulke und ich einen Igel im Garten gefunden. Eine stachliche Angelegenheit. Echt? Was fressen Igel denn eigentlich? Karotten und Klee? Krähen? Was fressen Igel denn eigentlich? Das sind eher Fleischfresser. Hier zum Beispiel so eine leckere Nacktschnecke. Das ist schon besser. Und Schnecken jagen auch bei Nacht ist recht bequem. Mhm. Die laufen nicht so schnell weg. Jo, ist lecker. Sieht man. Das ist wie Igel. Insekten mag er auch. Und natürlich Milch, wenn man sie ihm rausstellt. Hey, aber ich dachte, das heißt Wasser. Es bekommt ihm nicht. Erst heißt es Wasser und dann heißt es Milch. Vermutlich war das gar nicht seine Milch. Denn jetzt ist ein anderer sauer. Ja, klar, Mann. Den Igel aber wenig. Er rollt sich schlicht ein. Zieht sozusagen seine Haut mit 16.000 Stacheln am Bauch zusammen. So wie man einen Beutel zuschnürt. Da ist keiner rankommen. Na, lassen wir das. Ja. Das hat wohl Aua gemacht. Also im Hund. Ja. Nach einem Schluck Milch? Nö. Die Hühner klingen so verlockend. Da könnte man doch mal wieder probieren, ob so ein Ei nicht zu knacken ist. Nee. Zu groß und zu glatt für eine Igelschnauze. Mhm. Mist. Hat wieder nicht geklappt. Naja. Es gibt ja noch anderes. Oh, eine Kreuzotter. Nicht so einfach zu kriegen wie Schnecken, aber es geht. Ja, Nase schön feucht halten. Und jetzt die Schlange erst ein paar Mal zustoßen lassen. Dabei verspritzt sie ihr Gift. So ist sie. Der Igel hat Zeit. Aber jetzt blitzschnell zustoßen und die Kreuzotter hat verloren. Ja, er hat sie schon. Mhm. Hm? Mann, Mann, Mann. Die Natur ist voll brutal. Hol die große Natur, ey. Das hat Durst gemacht. Und diesmal tut's auch Wasser. Ja, richtig, Wasser, nicht Milch. Dann ab nach Hause. Ab nach Hause, sagt er noch. Wie sieht's in der Igel-Kinderstube? Das ist eine junge Mutter, eine Igelin und ihre Kleinen. Hm? Ihre Stacheln sind in den ersten Stunden noch ganz weich. So konnten sie der Mutter bei der Geburt nicht wehtun. Blind sind sie noch und etwa so groß wie ein Daumen. Nach ein paar Tagen werden die Stacheln aber schon dunkler und härter. Und man kann sich einrollen. Nur das Ausrollen ist noch ein bisschen schwierig. Naja, wenn man noch nichts sehen kann. So nach einem Monat sehen die Kleinen schon so aus. Die Augen sind offen und sie trinken und trinken. Na ja, jetzt wäre es eigentlich Zeit für den ersten Spaziergang. Ja, alles klar. Kommt raus. Na los. Schließlich muss man doch lernen, wie man Nahrung sucht und wie man sich zurechtfindet und was man fressen kann.
was nicht. Und ab mal geht's. Schön zusammenbleiben. Und wenn ihr euch verlaufen habt, dann pfeift. Dann verpfeife ich euch. Mann, dieser ja, Ton. So, oh Gott. Das ist ein Wurm. Fliegen schmecken auch. Aber eine Birne ist süßer. Schopp, schopp, schopp. Was für eine Schlepperzunge. Na. Oh, jetzt ist Mutter in den Bach gefallen. Das macht aber nichts. Die kann schwimmen. Und das Irre ist, die Kleinen können es auch. Ohne dass wir das gelernt haben. Ohne Schwimmerzeichen. Aber so ist es bequemer. Ja, klar. Der Dachs. Oh, ein junger Dachs. Einrollen. Auch die Kleinen. Na, der hat nicht viel Chancen. Sie haben noch mehr Feinde, die Igel, Füchse und Iltisse. Aber die haben auch nicht viel Chancen. Gefährlicher sind Raubvögel. Und, oh oh, nochmal Glück gehabt, die Autos. Tja, gegen Reifen sind Igel wehrlos. Das haben sie nicht gelernt. Ja. So ist es halt. Gibt's nicht? Der Zug ist abgefahren. Yay! Yeah. Na dann? Ein Fall für die Feuerwehr. Und das hier? Kennt ihr euch mit Bäumen aus? Nö. So ganz kahl sehen die ja irgendwie alle gleich aus. Oder wisst ihr, welche Blätter, Blüten und Früchte zu welchem Baum gehören? Ihr habt hier 5 Bäume. Zu jedem dieser Bäume gibt es das passende Blatt, die Blüte und die Frucht. Also insgesamt 15 Stück. Die sind hier alle verteilt. Wählt einfach den Baum aus, mit dem ihr anfangen wollt. Vielleicht einen, mit dem ihr euch am besten auskennt. Zieht dann die Blätter, die Blüten und die Früchte an den Baum. So fängt er dann langsam an zu wachsen. Für jeden fertigen Baum gibt es dessen Frucht als Belohnung. Ja? Hanf? Nö. Grün sind meine Blätter zwar auch, aber doch nicht so. Nee? Endlich Frühling. Und was? Die weiß, habe ich schon mal gesehen, in echt. Das, ja? Ja? Oh. Kleine Jungsstimme vorm Stimmbruch und so. Und was wächst da Tolles? Da wachsen manchmal so Sachen wie das hier vielleicht? Nee, das sind nicht meine Früchte. Sehe ich auch so. Was für Früchtchen, aber doch nicht meine. Ach, das habe ich nicht gesehen, ne? Tatatata! Ja, der ich... Apfel. Oh, hab ich versehentlich geklickt. Hä? Moment mal. Oh. Ja, oh. Dann hier so. Das sieht gut aus. Ja, sich auch so. Die Apfelchen. Tatatata. Igel, yeah. Der Apfelbaum ist Europas ältester Obstbaum. Schon die Steinzeitmenschen haben sich die Äpfel schmecken lassen. Damals sahen die Äpfel allerdings noch ganz anders aus. Schmeckten auch nicht so wie heute. In den vielen tausend Jahren, in denen Menschen Apfelbäume pflanzen, hat der Mensch den Apfel durch Auswahl und Zucht so verändert, dass es heute unmöglich ist, den ursprünglichen Apfelbaum zu finden. Heute lässt sich kaum sagen, ob ein Apfelbaum, der in einem Laubwald steht, noch eine ursprüngliche Pflanze ist oder ein verwilderter Baum.